Muss ich noch irgendwas mit dem Mikro tun? Nein. Ja, also einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. In Vertretung unserer Direktorin Anita Eichinger, die ist heute Abend verhindert, möchte ich die kleine Runde hier im Lesesaal und die vielleicht größere Runde im Netz sehr herzlich zur Buchpräsentation begrüßen. Ich soll von Anita Eichinger viele Grüße ausrichten an alle Besucherinnen und Zuseherinnen und Mitarbeiterinnen und Protagonisten. Wir präsentieren heute das Buch Ludwig Hirschfeld, Wien in Moll, Feuilletons 1907 bis 1937, erschienen im Löcker Verlag. Peter Beyer hat es herausgegeben. Lieber Peter, herzlich willkommen in der Wien-Bibliothek. Wir freuen uns, dass du dein jüngstes Werk wieder bei uns präsentierst. Alfred Pfoser, unser ehemaliger stellvertretender Direktor der Wien-Bibliothek, wird sich mit Peter Beyer über Hirschfeld unterhalten. Lieber Alfred, herzlich willkommen im Lesesaal. Wir freuen uns, dass du heute wieder bei uns bist. Last but not least möchte ich den Schauspieler und Sänger Helmut Bohatsch sehr herzlich begrüßen. Er wird ausgewählte Feuilletons von Ludwig Hirschfeld vorlesen. Die meisten von Ihnen kennen ihn aus unterschiedlichen Theaterproduktionen, Musik, Fernseh- und Filmproduktionen. Auch seine Stimme ist im ORF zu hören und beim Bayerischen Rundfunk und beim NDR. Herzlich willkommen in der Wien-Bibliothek. Peter, du bist Historiker und Stadtforscher und beschäftigst dich in hohem Maße mit Wiener Stadtthemen. Und deswegen haben wir, die Wien-Bibliothek, in der Vergangenheit über die letzten Jahre einige Projekte und Veranstaltungen in Kooperation gestaltet, kann man sagen. Gestartet haben wir 2009 mit dem Buch Julius Rodenberg, Wiener Sommertage. Du hast damals ein Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Christine Zinsen geführt und eben über den renommierten Berliner Journalisten und Schriftsteller Julius Rodenberg gesprochen, weil der hat 1875 publiziert, die Bemühungen Wiens zur Weltstadt aufzusteigen. Und unter anderem thematisierst du da auch die Weltausstellung 1873, wo es einen Weltausstellung-Cocktail gegeben hat. Sherry Cobbler, kann sich erinnern, den haben wir nach der Veranstaltung ausgeschenkt. Ich sage Ihnen kurz, das waren 10 Zentiliter Amontillado-Sherry, ein Teelöffel Zuckersirup und 2 Orangenscheiben. Das muss man also alles in einen, also die Orangenscheiben im Shaker mit dem Stössel andrücken, zusammen mit Zucker und Sherry auf Eis shaken, in ein großes Glas mit frischem Crushed Eis abseihen, mit Früchten der Saison und Minze und weiteren Orangenscheiben garnieren, dann trinken. Das haben wir heute nicht, das wäre sehr lustig. Die zweite Publikation, die du bei uns präsentiert hast und auch herausgegeben hast, war Filme malen der Wiener Plakatmaler Eduard Parisek in enger Zusammenarbeit mit unserer Plakatsammlung. Parisek war also ein ganz produktiver Filmplakatmaler der Nachkriegszeit. Und wir haben dieses Buch 2010, schon lang her, 10 Jahre, damals im Metro-Kino in der Johannesgasse präsentiert. Und dann hast du ein bisschen Zeit lassen bei uns. 2016 ist dann erschienen Wien, die Stadt und die Sinne. Das waren Reportagen und Feuilletons um 1900, auch im Löcker Verlag erschienen. Und da wart ihr beide, das Dream Team, habt das präsentiert. Also da war wieder Alfred Pfoser im Gespräch mit dir. Ja, vor 3 Jahren dann warst du das letzte Mal da, 2017, und hast gemeinsam mit Wolfgang Freitag von der Presse dein Buch Quer durch Wien, kulturhistorische Streifzüge, vorgestellt. Auch ein lustiges Buch, weil du hast da beobachtet Alltag, historische Details, also so ein bisschen unbeachtete, also sozusagen, wie klangen Elektroautos vor 100 Jahren, wieso waren Fahrräder Ursache von Lärmbeschwerden, wo war der erste Paternoster, wo war die erste Rolltreppe in Wien. Im Klappentext des Buches Wien in Moll erwähnst du Karl Kraus, hinten ganz kurz, mit einem Zitat über Hirschfeld. Kraus nennt Hirschfeld
einen mondänen Cousin, der lachend die Wahrheit sagt. Ich war jetzt brennend neugierig, wie dieses ganze Zitat ist. Die Wien-Bibliothek beherbergt ja ein riesen Karl-Kraus-Archiv. Wir haben ganz viele Karl-Kraus-Aktivitäten gehabt in den letzten Jahren, eine große Ausstellung und auch ein Buch ist erschienen, Kraus, Erster Weltkrieg. Und ich habe jetzt, die Fackel ist ja online, und im Heft vom 12. Dezember 1912 auf Seite 60 findet sich folgende Betrachtung von Karl Kraus über Hirschfeld. Ein loser Scherzbold scheint dieser Ludwig Hirschfeld zu sein. Immer wiff, immer flott, immer bereit, die Schwächen zu geißeln, aber durchaus liebenswürdig. Schwere Nöte, aber kein Spielverderber. Scheinbar nur der mondäne Cousin mit dem Ogu, aber doch einer, der lachend die Wahrheit sagt. Er kennt die Torheiten, aber er verzeiht sie. Wobei ihm der Schalk aus den Augen lacht, während er zum Beispiel bei Jeremias, einem anderen liebenswürdigen Humoristen, mehr im Nacken sitzt. Es ist überhaupt das Leben in seinen Schattenzeiten, das man nolens hinnimmt, mit einem Scherzwort zu erfassen, das huschend in eine gewisse Nachdenklichkeit übergeht, in der der Esprit vom Boulevard sich mit der unverkennbaren Wiener Note vermischt. Hirschfeld hat immer etwas zu sagen, zum Beispiel, dass er keine Socken trägt, sondern durchbrochene Seidenstrümpfe. Auch Röllchen vermeidet er und versetzt dabei doch der Gesellschaft einen artigen Seitenhieb, die auf solche Äußerlichkeiten Wert legt. Köstlich gestaltet er die Verlegenheit eines jungen Mannes bei der Zusammenstellung der Toilette. Das Gefühl, dass man etwa mit einer Sorte von Ladenschwengel zu tun habe, entwaffnet er sofort durch den versöhnenden Humor. Und den Frauen gegenüber hat er immer eine Galanterie, in der ein gewisser überlegener Ton von Kutzbe durchaus nicht verstimmt. Man kann Hirschfeld nicht gram sein, auch nicht, wenn er etwas kokett behauptet, dass er sich maniküren lässt. Denn er tut es nicht ohne die bekannte Andeutung, und wenn die Maniküre unglückseligerweise hübsch ist, dann fangen die Ausgaben wieder von vorne an. Warum nicht? Recht hat er. Und also das geht dann so weiter und er schreibt dann, denn wem zuliebe bekennt er, kleiden sich die Männer, Fragezeichen, nur wegen der Frauen. Zuerst stürzt man sich in Unkosten und dann in weibliche Arme. Abschließend möchte ich sagen, dass wir uns auf zukünftige Projekte natürlich mit dir sehr freuen, vielleicht auf eine Biografie, eine Hirschfeld-Biografie, die wir hier im Lesesaal präsentieren. Und jetzt sind wir gespannt auf den Leopoldstädter Ludwig Hirschfeld, auf seine Lebensgeschichte, die ja ein einigermaßen tragisches Ende genommen hat, und auf Betrachtungen über sein publizistisches Werk. Also ich wünsche uns hier im Lesesaal und allen Herrschaften im Netz einen interessanten Abend. Danke. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe also die Aufgabe und die Ehre, als der Moderator dieses Abends zu sein. Wir haben vorhin also gesprochen über den Aufbau des Abends und ein Bedürfnis von uns allen war, also Ludwig Hirschfeld in den Mittelpunkt zu stellen. Wir möchten, dass Sie viel von ihm hören. Wir möchten ungefähr eine halbe Stunde der Originalstimme Ludwig Hirschfelds widmen. Helmut Bohatsch wird also aus drei verschiedenen Feuilletons, aus verschiedenen Zeiten lesen. Und die andere Zeit werden Peter Bayer und ich uns unterhalten über Ludwig Hirschfeld und ein bisschen Klarheit in sein Leben bringen. Ludwig Hirschfeld ist ein Unbekannter. Also ich habe heute nochmal nachgeschaut, also bei diesem ganz dicken alten Werk, also von Nagel, Zeidler, Kastle, und da sind ja auch die Feuilletonisten also drinnen, eigentlich drinnen und werden also vorgestellt. Ludwig Hirschfeld fehlt dort. Ich habe eine alte Anthologie Meister des Wiener Feuilletons, also von Alfred Zoner, und habe durchgeschaut, Ludwig Hirschfeld ist nicht vorhanden. Ja, wer ist also dieser Ludwig, geheimnisvolle Ludwig Hirschfeld? Und meine erste Frage an den Peter Bayer ist, wie er ist auf den Ludwig Hirschfeld gestoßen und wann hat er sich also dann mit ihm zu beschäftigen begonnen? Ist das so ein Thrill gleich gewesen, dass er eingestiegen hat
dass er sofort eingestiegen hat in eine nähere Beschäftigung, oder ist das ein langer Anlauf gewesen? Wie schaut es da aus? Darf ich, bevor ich antworte, auch noch einen Dank anbringen und formulieren an zwei Personen, die bei dem Werk sehr wichtig waren. Eine ist hier anwesend, die Marie-Therese Brauler, eine Kollegin auch vom Technischen Museum. Sie war diejenige, die die Feuilletons transkribiert hat und abgeschrieben hat, weil die kann man nämlich nicht scannen. Man muss das mit der Hand abtippen, und ein Danke noch einmal auch an deine Arbeit. Und der zweite wichtige Dank, der Verleger sitzt draußen, sitzt hier, Entschuldigung, nicht draußen, Gott sei Dank, Alexander Lellek, eben jetzt schon, wie viel das Buch gemeinsam, weiß ich jetzt gar nicht, aber schon lange Zusammenarbeit. Auch danke an deine Zusammenarbeit und an deine Bereitschaft, diesen unbekannten Mann jetzt ein bisschen aus der Versenkung zu holen und aus der Vergessenheit zu entreißen. Für mich, als mittlerweile schon fast 3 Jahrzehnte mich mit der Stadtgeschichte von Wien beschäftigender, war der Hirschfeld jetzt nicht so ganz unbekannt, weil ich habe ihn immer wieder schon zitiert in anderen Werken von mir und war immer schon begeistert von kurzen Szenen, die er beschrieben hat und die mir gedient haben, um bestimmte Phänomene, Alltagsgeschichten zu illustrieren. Aber dann plötzlich ist mir schon aufgefallen, hoppala, der kann ja mehr, der hat ja so viel geschrieben, dass es sich lohnt, hier genauer hinzuschauen. Und seine sprachliche Virtuosität und seine sprachliche Vielfalt auch hat mich dann auch schon gereizt, hier genauer hinzuschauen. Und dann war eigentlich der Plan, so wie wir es auch schon eben im Löcker Verlag früher gemacht haben mit den Feuilletonisten, Feuilletons herauszugeben und ein kurzes Nachwort zu schreiben, also eben das, was jetzt vorliegt. Und dann habe ich gemerkt, hoppala, der hatte so viel geschrieben. Also das waren nicht nur ein paar Feuilletons, also wie andere, sondern das war regelmäßig immer mehr Feuilletons. In Summe waren das über 1000 Feuilletons, und dann habe ich schon den Ehrgeiz bekommen, all diese Feuilletons zu lesen und zum Schauen, wie entwickelt er sich sprachlich, wie entwickeln sich die Themen und was erfährt man auch darüber hinaus aus seinem Leben. Weil ja wirklich, wie du sagst, es sind wenige Quellen vorhanden über ihn, er bildet sich nicht ab in der Literatur, in den herkömmlichen Lexika oder sonstigen Nachschlagewerken. Und je mehr ich gelesen habe über ihn, umso mehr habe ich gemerkt, er verbirgt sich in seinem Werk, in seinem journalistischen Werk, in seinem dramatischen Werk. Er hat viele Dramen geschrieben, Lustspiele, Theaterstücke, in seinen Kompositionen, er war auch Komponist. Da entsteht sein Leben. Und diese Kombination aus Liebe zum Feuilleton und aus Möglichkeit, daraus auch Bruchstücke seines Lebens zumindest zu rekonstruieren, das war letztlich das, was bei mir, wo ich Feuer gefangen habe und wo ich jetzt sage, jetzt kann ich nicht mehr so leicht aufhören. Jetzt wollte ich einmal Schritt 1, die ausgewählte Feuilletons bringen, aber dann schon auch noch eine Biografie über sein Leben und über die vielen Aspekte dieses Multitalents. Der war ja so ein Multitalent, wie es in der Zwischenkriegszeit so viele andere auch gegeben hat, nachreichen. Ist eigentlich der Ludwig Hirschfeld ein Vorbild also für dich? Weil, ich meine, du bist ja auch besessen von dieser Stadtgeschichte, beschäftigst dich jetzt mittlerweile schon, glaube ich, 3 Jahrzehnte also mit der Stadtgeschichte. Also dein erstes Buch war Der Gestank von Wien. So hat also deine Liebe zur Stadtgeschichte also begonnen und deine Besessenheit, also deine Leidenschaft für diese Stadtgeschichte. Und eine Besonderheit also dieses Ludwig Hirschfeld ist ja, dass er immer über Wien geschrieben hat. Und regelmäßig also über Wien geschrieben hat, also im Abstand von 14 Tagen in der Neuen Freien Presse. Also das über 3 Jahrzehnte. Und du hast ja jetzt schon erwähnt, also 1000 Feuilletons sind also entstanden über Wien, über verschiedenste Phänomene des Alltags in Wien. Er ist also denen nachgegangen, immer wieder neu variiert, immer wieder neue Themen also aufgebracht, je nach also seiner historischen Situation. Wie weit ist das auch also ein Vorbild also für dich, also in dieser Besessenheit also für diese Stadt? Das ist ja etwas, was sonst bei keinem Autor in der Weise anzutreffen ist. Also dass er
also bei keinem Feuilletonisten anzutreffen. Ja. Also wir haben natürlich Autoren, jetzt das Arthur Schnitzler, der da auch fast nur über Wien geschrieben, und wir haben also andere Autoren, die auch nur über Wien geschrieben, aber so einen Feuilletonisten, der regelmäßig also ein bestimmtes Thema aufgreift in der Stadt, ja, ist das ein Vorbild auch also für dich? Und wird es jetzt irgendwie, wenn du dich jetzt weiterhin so beschäftigst, mehr oder weniger, also das leuchtende Beispiel, also dafür, welchen weiteren Weg du zu gehen hast? Also. Ja, in gewissen Sinne natürlich. Das Wort Besessenheit würde ich vielleicht nicht verwenden, aber das Wort Leidenschaft schon. Also er hat sich schon an der Stadt abgearbeitet und er hat in der Stadt so viel Material und Zugänge und Fragen und offene Phänomene gefunden, die ihm einfach, so scheint es, fasziniert haben. Und insofern sehe ich in ihm schon einen Seelenverwandten, klarerweise. Ich sehe in ihm auch einen Seelenverwandten natürlich, was jetzt sein sprachliches Vermögen betrifft. Also das ist natürlich, da ziehe ich den Hut, also das ist wirklich ein großer Sprachkünstler gewesen, der den Beinamen schon Literat eher verdient. Ich bin schon auch Wissenschaftler und habe jetzt nicht so eine literarische, poetische Sprache, wie sie er auch geführt hat. Aber von seinem Zugang zur Sprache und auch seiner freien Handhabung und seinen Humor, einen in die Sprache Humor zu bringen, wunderbar. Also das imponiert mir natürlich und das war mit ein Grund, um hier auch näher hinzuschauen und zu schauen, wie geht der eigentlich damit um, wie entwickelt er sich selbst auch. Und hinzu kommt vielleicht auch noch ein anderer Aspekt. Ich habe schon noch den Ehrgeiz, das ist mir jetzt, vieles fällt uns ja retrospektiv als Historiker erst auf, und da ich jetzt schon so mich mit vielen Feuilletonisten beschäftigt habe und auch mit vielen Feuilletonistinnen, weil irgendwann ist mir aufgefallen, hoppala, ich nehme, also größere Werke von mir sind Männer, Feuilletonisten, und mit Feuilletonistinnen habe ich mich noch nie beschäftigt und dann musste ich eine kleine zumindest Recherche und Forschungsarbeit nachreichen, die auch die Feuilletonistinnen in den Mittelpunkt stellt und was da noch für tolle Talente und verborgene Frauen, schreibende Frauen, Journalistinnen ich selbst entdeckt habe, muss ich gestehen, ebenfalls spannend. Also kurzum, das weite Feld des Wiener Feuilletonismus, Männer und Frauen damit gemeint, ist schon so etwas wie ein Feld, ein Forschungsfeld von mir geworden. Das ist noch lange nicht beendet und da gibt es noch viele ganz spannende Frauen und Männer zu entdecken. Der Hirschfeld ist halt outstanding insofern, als von ihm aufgrund seiner jüdischen Geschichte und seines Schicksals als einer, der dem Holocaust zum Opfer gefallen ist, kein Nachlass erhalten ist. Er musste emigrieren, ist vertrieben worden nach Paris und dann nach 4 Jahren, werden wir vielleicht später noch drauf kommen, nach Drancy gekommen und in Auschwitz ermordet worden. Kurzum, er konnte keinen Nachlass, es gibt keinen Nachlass, er konnte keine Bibliothek mitnehmen, die er natürlich auch gehabt hat. Es gibt nicht sehr viele Überbleibsel und Reste von ihm. Und das ist für uns Historiker dann natürlich auch wieder eine Herausforderung, da kommen wir vielleicht dann noch später drauf, wie kann man trotzdem versuchen, das Leben dieser Person zu rekonstruieren und etwas über ihn, über sein Leben und sein Werk aussagen. Wie würdest du eigentlich also den Hirschfeld so einteilen innerhalb also dieser großen Schar von Feuilletonistinnen und Feuilletonisten, das es so gibt? Welchen Rang würdest du ihm also geben? Ich meine, du hast dich erst mit mehreren näher beschäftigt, hast also sehr herausgegeben. Du kennst die anderen also Exponenten also des Feuilletonismus. Welche Rolle würdest du dem Hirschfeld jetzt geben? Also aus meiner Lektüre würde ich sagen, der Großmeister ist natürlich Alfred Polgar und Josef Roth, ich meine, das ist die Premium League, die schwer erreicht wird, Peter Altenberg, das ist die Oberliga, Champions League, aber nicht viel weiter drunter, würde ich sagen. Also er hat schon eine unglaubliche Virtuosität und der Karl Kraus hat es ja erkannt auch, was er kann. Der spielt schon in der Oberliga mit, absolut. Ja. Und wenn ich ihn vergleiche jetzt etwa mit einem Eduard Pötzl, mit dem ich mich auch intensiv beschäftigt habe, der ist schon ein bisschen nüchterner, ein bisschen sachlicher, der hat nicht diesen Werf, diese Pointiertheit, ist auch humorvoll, aber der ist ein bisschen gestandener und der Hirschfeld, der ist sowohl von seiner Schreibfähigkeit,
Fähigkeit als auch von seiner Intellektualität schon so eher Richtung Polgar nach oben orientiert. Mhm. Absolut. Schauen wir ein bisschen rein in die Redaktion, also der Neuen Freien Presse. Da gibt es ja Feuilletonisten, die als Redakteure oder als feste freie Mitarbeiter beschäftigt sind, die zur gleichen Zeit schreiben, also wie der Ludwig Hirschfeld. Also der eine ist also Felix Salten, über den wir demnächst also auch eine Ausstellung also eröffnen. Das andere ist also der Otto Stössel, der auch immer wieder also Feuilletons also schreibt, und einer, der auch ganz fix also dabei war, war der Raoul Auernheimer. Wie siehst du jetzt also den Ludwig Hirschfeld innerhalb also dieser Feuilletonisten-Redaktion, also der Neuen Freien Presse, und innerhalb dieses Zeitungsbetriebes? Ja, ist auch eine spannende Journalismusgeschichte, absolut. Er ist ein Jungtalent gewesen. Er hat mit 20 sein erstes Buch geschrieben, also 1882 geboren, und 1902 ist sein erstes Buch schon herausgekommen, ein Roman. Und 1906 ist er schon zum freien Mitarbeiter der Neuen Freien Presse geworden. Also das ist doch schon in relativ jungen Jahren. Und er ist relativ bald zu einem fixen Mitarbeiter-Redakteur aufgestiegen. Er hat Theaterrezensionen geschrieben, Literaturrezensionen, Filmrezensionen geschrieben und ist aber dann in den Feuilletonismus als Feuilleton-Redakteur ziemlich bald eine fixe Größe geworden. Gefördert worden ist er von einem Mann, der Julian Sternberg geheißen hat. Das war ein wichtiger leitender Redakteur in der Neuen Freien Presse, der erkannt hat, was der Hirschfeld quasi los hat. Und so ist er in schon sehr jungen Jahren. Theodor Herzl war auch ein Kollege von ihm, wie wir wissen. Also es hat ja wirklich ganz prominente Leute hier im Feuilleton-Bereich der Neuen Freien Presse gegeben. Hugo Wittmann war der Altstar der Zeitung, das war der große alte Meister. Aber dass er hier quasi gleich oder relativ bald mitgespielt hat, zeigt auch, was für ein Talent er gehabt hat und dass dieses Talent erkannt wurde. Und vielleicht noch zur Neuen Freien Presse gesagt, weil ich ja da wirklich sehr viel, und man liest ja die Schlagzeilen, wenn man Feuilletons recherchiert, dann liest man auch die Schlagzeilen und die anderen Seiten und all das. Und da ist mir schon aufgefallen, eben was für unglaublich tolle Redakteure und hochkarätig besetzte Redakteure in allen Ressorts waren. Also die haben eine Gesellschaftsanalyse auch abseits des Kulturellen, auch des, im Politischen, Philosophischen, unglaublich. Also das ist... wird einem erst klar, wenn man das Niveau mal in der Breite vergleicht. Und also es hat einfach dem Niveau dieses Blattes, das ein Weltblatt von damals war, entsprochen. Das war, das hat 100% gepasst und war einer der jungen Talente, der hier sofort ein Umfeld gefunden hat, wo er einen Kontext, wo er aufgeblüht ist, wo er das seines eingebracht hat und das auf Response gefallen ist. Und dann hat sich das ziemlich... glaube ich, gut für mich. Einige Feuilletons sind also auf der ersten Seite unter dem Strich und das geht dann von der ersten auf die zweite und auf die dritte Seite, und viele Feuilletons von Hirschfeld sind so auf Seite 7 innerhalb des Chronikteils. Welchen Reim machst du dir eigentlich also daraus? Naja, das ist die Hierarchie innerhalb, ja. Also man wandert vom Chronikteil dann auf die erste Seite, das ist natürlich die exklusive Seite, wird namentlich genannt. Und so ist es bei ihm auch gewesen. Und er hat auch ein Kürzel gehabt, das heißt LHFD. Also wenn ein kurzer Beitrag nur mit LHFD ist, dann ist das noch eher eine Vorstufe. Aber wenn der Name Ludwig Hirschfeld ausgeschrieben auf der Seite 1 unterm Strich steht, also mehr geht nicht. In der Neuen Freien Presse ist das sozusagen das oberste Ziel. Und er ist immer mehr eben auf die erste Seite gewandert. Hat aber so viel geschrieben, war ja Workaholic, dass er natürlich auch innen drinnen schon noch die Theaterrezensionen etc. alles gemacht hat. Also er war vielfach vertreten in der Zeitung und hat schon viel gearbeitet für die Zeitung, um das so banal zu sagen. Ja, jetzt Peter Bayer hat erzählt, also, dass er 1000 Feuilletons durchgeschaut hat. Das ist eine enorme Leseleistung. Er hat also viele, viele Stunden gesessen, oder zu meisten, wahrscheinlich war das ein Ausdruck aus Anno. Und das ist eine kleine Schrift, also wenn man das mit einem A4-Drucker also dann ausdruckt und lesen will. Also eine enorme Leseleistung hast du also auch zu absolvieren gehabt. Und das Buch ist also aufgebaut in drei Teile. Es ist das kaiserliche Wien, der Erste Weltkrieg und dann das republikanische Wien.
Und ich glaube, wir hören uns einmal an, was also der Ludwig Hirschfeld zum kaiserlichen Wien zu sagen hatte. Ja. Also der erste Text heißt Darby-Studie. Das Wort Darby oder die Aussprache Darby ist laut Duden eine erlaubte österreichische Aussprache des Wortes Derby. Für die Leute, die überall dabei sein müssen und ihre Zahl wird, wie es scheint, von einer Saison zur nächsten immer größer, war das wirklich kein leichter Sonntag. Denn das ist einfach selbstverständlich und obligat, dass man an diesem Nachmittag noch einmal die Gesellschaftsuniform anlegt, in die Freudenau hinunterjagt und eine drei- oder vierstellige Summe riskiert, beim Buffet um einen Kaffee oder ein Eis kämpft, wieder zurückjagt zu einem ausführlichen Abendessen mit anschließendem Nachtlokal im Freien, sich also mit einem Wort für Pferdezucht und Rennsport lebhaft interessiert. Aber ebenso selbstverständlich und obligat ist es, dass man sich für Aviatik lebhaft interessiert. Und die hat auch am nämlichen Sonntag in Aspern draußen ihr lustiges Derby. Ganz abgesehen von der Parade der Motorfahrer und dem Flug von Berlin nach Wien, der gerade am Derby-Sonntag um 3 Uhr früh beginnt. Es ist wirklich zu viel. Und man weiß nicht, wo man sein soll. Beim Derby, bei den Aviatikern, bei den Motorfahrern. Am feschersten wäre es natürlich, um 3 Uhr früh in Berlin in den Aeroplan einzusteigen, in Aspern seine Visitenkarten abzuwerfen und dann nachmittags im Sattelraum glatt und tadellos toilettiert zu landen. Aber so weit ist die Technik leider noch nicht. Und so stehen die fashionablen Damen und Herren ratlos da, wissen nicht, ob sie da oder dort unbedingt dabei sein müssen und möchten am liebsten da und dort zugleich sein. Und offenbar gibt es Leute, die diese wunderbare Fähigkeit besitzen. Denn betritt man den Sattelraum, so sind sie da. Und würde man sich jetzt zu den Hangars in Aspern begeben, so sind sie gewiss auch da. Sie sind überhaupt immer da. Das ist ein ganz merkwürdiges gesellschaftliches Phänomen und es sind vermutlich genau dieselben Leute, die im Sommer gleichzeitig in Marienbad, St. Moritz und Ischl sind. Aber diesmal haben sie sich doch nicht in der gewohnten Vollzähligkeit eingefunden. Man weiß ja wirklich nicht, wie man sich zu dem Derby-Tag verhalten soll. Am Vormittag regnet es ganz unsinnig, sodass man sich schon im Voraus freuen kann, wie stilvoll kotbespritzt man unten ankommen wird. Bis sich am Nachmittag wieder die Sonne wichtig macht, sodass man weder kot noch staubbedeckt sein wird. Also, das heißt doch nichts. Und dann diese beunruhigenden und widersprechenden Gerüchte und Bulletins. Der Ruf des Hengstes Lord Firebrand ist die düstere Sorge einer ganzen Stadt gewesen. Naja, wenn man schließlich ein paar hundert Kronen auf diesen Huf gesetzt hat und plötzlich hört, dass er vernagelt worden sei, so etwas tut sehr weh. Das Derby spielt sich ja nicht bloß unten zwischen Staat und Richterhäuschen ab, sondern es wird sozusagen in der ganzen Stadt gelaufen und gespannt verfolgt. Die Stimmung ist schon mittags zu spüren, wenn man die innere Stadt passiert. Am humorvollsten ist diese Stimmung natürlich bei den Standplätzen der Fiaker, die an diesem Tag wieder einen flüchtigen Schein ihrer einstigen Größe gewinnen. Ein paar Wagen bleiben noch immer unbeschäftigt zurück, aber es fällt ihren Lenkern nicht ein, den gewohnten Lockruf anzuschlagen. Jackerverein! Das wäre heute eine Verletzung der Standesehre. Sie gehen vielmehr reserviert auf und ab mit der entschlossenen Miene von Männern, die gewillt sind, mit ihrem Pfunde zu wuchern. Sie träumen von erotischen Fremden, die sich in ihrer Naivität zu 80 bis 100 Kronen und einem warmen Nachtmahl hinreißen lassen. Aber meistens wird daraus ein sparsamer Sonntagsgentleman, der sich prinzipiell erst um 4 Uhr des Derby-Tags besinnt, weil um diese Stunde die stolzesten Fiaker-Charaktere um 20 Kronen in die Freudenau fahren.
Da sieht es vor den großen Hotels und den Clubs schon nobler und bedeutsamer aus. In gut gelaunter Hast kommen die feierlich angezogenen Damen und Herren vom eiligen Davide Chinet und vor dem Jockey-Club halten ein paar alte Generale und einige sehr aristokratisch aussehende Herren eine letzte tiefernste Beratung ab. Und sie alle, die Sportsmen und die Dilettanten, die Eleganten und die Einfachen, finden sich im Verlaufe der Ringstraße zur großen Derbyfahrt. Von der Aspernbrücke an wird sie stattlich und hat dabei noch etwas intim-wienerisches. Und wenn man dann durch die Praterstraße rollt, zwischen lauter Leuten, die man so ziemlich kennt, und wenn rechts die Hofwagen vorbeifahren mit den Erzherzogen und Erzherzoginnen, die auch jeder kennt, so wird einem ganz altmodisch wienerisch zumute, als ob die Praterstraße noch Jägerzeile hieße. Und wahrscheinlich hat es ja auch in der Hauptallee immer ungefähr so ausgesehen. Das um die Wette Traben der Fiaker, das ruhige Rollen der Equipagen und die schlecht genährten Einspänner, die vom allgemeinen Mitleid gleichsam an die Wand gedrückt hinterherrollen, so gut es geht. Übrigens wird ihre Zahl von Jahr zu Jahr größer. Und es fragt sich nun, ob die Zeiten weniger eitel oder schlechter geworden sind. Erst drunten bei der Schüttelstraße, wo dem Benzin der Eintritt in den Nobelprater gestattet ist, wird das Bild der Derbyfahrt modern. Aber da stockt es auch schon. Und nun kommt man in zögernden Stößen nur langsam vorwärts zum Rennplatz. Zu Fuß käme man jetzt viel rascher und bequemer hin und deshalb bleibt man wahrscheinlich so geduldig in den Wagen sitzen. Bevor man eintritt, sagt man sich skeptisch, es wird ja doch wieder genau dasselbe sein wie immer. Und es ist wirklich wieder genau dasselbe. Und ehe man 10 Schritte getan hat, ist alle Skepsis und Nüchternheit verflogen, ist man der Rennplatzstimmung verfallen. Da hilft kein Sträuben. Das Ganze bot ja etwas Banales wie ein allzu oft geschriebener, allzu geläufiger Unterhaltungsroman. Die wichtigen und aufregenden Menschen mit ihren Programmen und Bleistiften, das Klappern der Totalisateurmaschine und das Gedränge vor den Kassen, das hin- und herrollende Durcheinander von Menschen aus den verschiedensten Sphären, sogar die strahlende Damenausstellung auf den Tribünen und den Logen. Aber es steckt ein gewisser Zug in dieser Banalität, eine Stimmungskraft, der man nicht lange widersteht, wenn man sich auch noch so sehr über die Eitelkeiten und grotesken Leidenschaften lustig macht. Hat man sich erst dazu verleiten lassen, ein paar Banknoten an einer der Kassen abzugeben, und dies geschieht sehr bald, dann kommt einem plötzlich das Ganze höchst ernsthaft und vernünftig vor. Die Jockey- und Pferdenamen, die Gewichte und Startnummern, und ein paar Stunden lang weiß man von nichts anderem. Das andere zieht wie ein Traum vorüber. Die Begrüßungen und Gespräche der Bekannten, die geläufigen, die auffallenden und interessanten Erscheinungen, das Lächeln und Kokettieren und selbst die Derby-Toiletten. Das war immer ein Nachmittag der Sensationen und Kreationen. Aber jetzt ist die weibliche Mode das ganze Jahr hindurch so sensationssüchtig und unternehmenslustig, dass für den Derby-Sonntag nicht viel übrig bleibt. Denn es ist schließlich dafür gesorgt, dass die Reiher und Pleureusen nicht in den Himmel wachsen. Und alles auf der Welt hat seine Grenze, sogar ein Damenhut. Bliebe noch ein perlenbestickter, wunderbar rauer Mantel. Aber ein Bademantel macht noch keinen Hochsommer. Auch die Herren sind nach Kräften rau und die bescheidensten Sarko-Charaktere tun heute, als ob sie soeben dem Modejournal entsprungen wären. Wer Freundschaft und Neigung seiner Mitmenschen auf die Probe stellen will, braucht nur im Sarko und weichen Filzhut zu erscheinen. Er wird nach Schluss des Rennens viel weniger Freunde und Freundinnen haben als zuvor. Und das ist manchmal ganz angenehm. Wenn man einmal die Tickets geärgert und verächtlich wegwirft und sich sagt, nie mehr. Wenn also das Derby gelaufen ist, dann entspannt sich die Stimmung rasch.
Man geht zum Buffet, wo es aufmerksamste Selbstbedienung gibt. Man promeniert, tauscht Enttäuschungen aus und rüstet allmählich zur Rückfahrt. Auch das gehört zum Derby. Das verzweifelte Suchen nach dem Wagen, der gereizte Chor der Ausrufer, der sich selbst parodiert, das mühselige Herauskommen aus dem glänzend inszenierten Wirrwarr. Und dann der eigentliche Derby-Epilog, die große Praterfahrt. Jetzt sieht man erst, wer da war und wer unentschuldigt fehlt, wer schäbig und elegant fährt, wer zu den Automobilbesitzern versammelt worden ist und so weiter. Die besten Bekannten rollen vorüber, nahe genug, um sie zu mustern und fern genug, um Gutes von ihnen zu sprechen. Bis es dunkelt, fahren sie aneinander vorüber, die Leute, die sich so gut kennen, die sich nicht mögen oder zueinander sehnen, eine fünffache Wagenreihe an Beziehungen. Dann fahren sie nach Hause, tun den Zylinder in den Kasten und behaupten, die Saison mit allen ihren Konsequenzen sei zu Ende. Aber morgen holen sie schon den Strohhut hervor und die ganze Geschichte fängt wieder von vorne an. Ja, diese Feuilletons über das kaiserliche Wien, über diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die handeln von diesen kleinen Freuden und Vergnügungen für die Mittelklasse oder auch für die Upper Class, in dem Fall also vom Derby in der Freudenau. Aber es geht um Heuringfahrten, es geht um die Benutzung des neuen Omnibuses oder auch ein Besuch in der Oper. Was wir jetzt gehört haben und wo man also diesen soziologischen Blick also bei Ludwig Hirschfeld merkt, das ist, dass er nicht über die Rennen schreibt, sondern er schreibt über das ganze Getriebe rundherum, was vorher passiert, was nachher passiert und was also dieses Rennen mit den Leuten macht. Und was man, glaube ich, auch also bei diesem Text gemerkt hat, dass er welcher sprachlicher Meister ist, er wie er mit Worten spielt und wie immer also dieser leichte Spott kommt drüber und zugleich also auch dieses melancholische Moment, das auch also nie fehlen darf, ist in diesen Feuilletons also von dem Ludwig Hirschfeld. Ja. Sehe ich ganz genauso. Er ist ja eigentlich ein bisschen ein Society-Reporter, ja. Wenn auch hier keinen Namen nennt, aber die Typen bringt er so. Und so wie alle Feuilletonisten oder viele, war er schon so ein Scout, der sich in das Stadtgebiet begeben hat und möglichst markante Orte aufsucht, in denen für ihn etwas Neues oder etwas für Wien Wichtiges passiert. Das Derby scheint ihm etwas Besonderes angetan zu haben, weil er hat, das fand er immer am ersten Wochenende im Juni statt. Und er hat jedes Jahr darüber berichtet. Also es war klar, am ersten Wochenende schreibt der Hirschfeld über das Derby. Das ist schon erwartet worden und wenn man die Jahrgänge durchschaut, er hat immer wieder darüber geschrieben und er konnte auch immer wieder was Neues bringen. Das muss man ja auch mal zusammenbringen. Und was man hier auch sehr schön gesehen hat, finde ich, oder gehört hat, war, dass für ihn eigentlich das wie ein Theaterstück ist. Also es ist ja eine Kulisse, da treten die Statisten auf, er kommt ja vom Theater und er kann das so einordnen und so eben als Aufzug, dramaturgisch Höhepunkt und wieder Abgang sehen und inszenieren. Und das ist ja so eine dramaturgische, wunderbare Leistung und auch Nachvollziehbarkeit, die wir im Lesen immer noch verspüren. Und wenn man dann noch diese kleinen Hinweise auf die Automobilisierung, dass schon die Benzinfahrzeuge dabei waren und so auch noch, also stecken in den Details auch noch sehr viele Dinge drin. Unglaubliche Detailarbeit steckt. Absolut. Ja. Was auch hier in dem Text noch in Details drinnen steckt, was er öfter dann also zur eigenen Feuilletons formt, das ist also seine Vorliebe auch für Kleidung. Ja. Also er hat sich sehr mit Kleidung beschäftigt, er war auch ein Modefeuilletonist, wenn man so will, nämlich Mode im Sinne, dass er die Mode der Männer, der Frauen zum Thema gemacht hat, auch so noch in seiner späteren Arbeit als Herausgeber einer Mode- und Kulturzeitschrift. Und da hat er sich wie wenige andere Männer vielleicht auch ausgekannt
Und hier das von einem Mann zu lesen, in dieser humoristischen, kritischen, verballhornenden Art und Weise, war vielleicht auch spannend. Hören wir uns dann das zweite Beispiel an. Also wir verlassen jetzt also dieses kaiserliche Wien in der Zeit vor 1914, das ja dann retrospektiv unheimliche also Verklärung erfahren hat, wo viele also Autoren darüber geschrieben hat, wie schön das war und wie ewig die Sonne über dieses kaiserliche Wien, über diese Reichshaupt- und Residenzstadt geschienen ist und wie fein also dieses Leben war. Und dann kommt also dieser unheimliche Krach, also der Erste Weltkrieg. Und wir hören jetzt also einen Text, also den er ganz am Anfang also des Ersten Weltkrieges geschrieben hat und der ein bisschen ein Seitenstück ist, also zur Beschreibung von Stefan Zweigs Beschreibung also des Beginns des Ersten Weltkrieges. Zweig ist gerade in Baden und es spielt also die Kurmusik und dann dringt also die Nachricht über die Ermordung vom Erzherzog Franz Ferdinand, also rein in dieses Publikum und ja, die Stimmung ist vollkommen anders. Genau. Darf ich vielleicht hier noch ein Wort auch vorausschicken? Also das ist jetzt ein Text, wo schon der Krieg quasi verkündet ist. Und es gibt auch einen Text, der ist davor im Buch abgedruckt, den muss ich nur kurz erwähnen auch, weil das habe ich vorher auch noch nie so, genauso gelesen, wo er beschreibt die Stimmung, wo das Ultimatum läuft und alle schauen quasi auf die Uhr, in dem Fall auf die öffentlichen Uhren und warten darauf, dass die Uhr Mitternacht 12 Uhr schlägt und sie wissen dann, jetzt ist das Ultimatum abgelaufen und jetzt ist Krieg. Also das ist auch ein ganz entspannender Text, der uns erstmal so eine Gefühlsahnung gibt von dem, wie ist das eigentlich gewesen, wie hat sich die Stimmungslage so zugespitzt, man konnte gar nichts anderes mehr, als auf diesen Zeitpunkt zu warten und hat auf die Rathausuhr geschaut. Und jetzt, dieser Text, der jetzt kommt, behandelt das, da ist die Entscheidung schon gefallen und behandelt die Stimmung, genauso finde ich spannend beschrieben, danach, kurz danach. Der eiserne Sommer. Fragmente aus dem Kriegsbeginn. Ist es überhaupt noch ein Sommer? Es ist glühend heiß. Die Thermometersäule steigt hoch hinauf. Die Schwüle wird unerträglich drückend. Und dennoch hat man nicht im Mindesten das Gefühl, mitten im Sommer zu sein. Hat völlig vergessen, dass jetzt Urlaubstage, Ferien sind. Dass es so etwas wie Reisezeit, Badesaison und Erholung gibt. Alle vorher sorgfältig ausgerechneten Pläne und Absichten sind umgestürzt. Alle privaten Wünsche, Hoffnungen und Träume des Einzelnen weggefegt, wie Spreu und Staub. Es gibt überhaupt keinen Einzelnen mehr. Er hat keine Existenzberechtigung, denn in solchen Zeiten denken, fühlen, sorgen und hoffen die Menschen nur in Gruppen und Massen. Und bei jedem Wunsch und jedem Leid hat man so und so viele Gefährten. Und das ist schon eine Art Tröstung, denn indem man den anderen ihre Sorgen tragen hilft, werden die eigenen merkwürdigerweise ein wenig leichter. So lebt man in einem Gedränge, einem Durcheinander von Gefühlen und Stimmungen, dass man kaum zu klarer Besinnung seiner selbst kommt und wird hin und her geschleudert zwischen Erregung und Abspannung. In dieser einen denkwürdigen Woche hat man mehr gesehen, erfahren und erlebt als in seinem ganzen bisherigen Dasein. Und das Gemüt wird selbst zu einer Art Kriegsschauplatz, auf dem die Eindrücke beängstigend aufmarschieren. Das ist ein unheimlicher Sommer, überhitzt, explosiv, gepanzert. Ein eiserner Sommer, den keiner vergessen wird, der ihn mitgemacht hat. Wenn wir einmal Enkel haben werden, was werden wir ihnen zu erzählen wissen? Mit einer wuchtigen Introduktion fing diese Kriegswoche an,
mit jenem Freitag, an dem die allgemeine Mobilisierung proklamiert wurde. Die meisten waren um diese Zeit schon wieder in Wien. Aber wer die Nachricht draußen auf dem Lande in der friedlichen Abgeschiedenheit oder Sommerfrische erhielt, dem prägt sich der Tag vielleicht noch tiefer ins Gedächtnis ein. Mich erreichte sie in einem Sanatorium, in einem waldigen Tal, lieblich gelegen, ganz weltabgeschieden, ein richtiger Ort, um auszuruhen und wieder gesund zu werden. Der liebenswürdige, unerbittliche Arzt predigte den ganzen Tag: nicht um Politik kümmern, jede Aufregung und Strapaz vermeiden, nur ruhig liegen, sich schonen und gut nähren. Man befolgte Diäten, gebrauchte die Kuren, aber sozusagen mit einem schlechten Gewissen. Denn die Unruhe, von der die Welt jenseits der grünen Wälder erfüllt war, drang auch in das friedliche Tal herein. Und mancher, der in der Liegehalle regungslos gepettet die drohenden Nachrichten las, wünschte sich, wieder gesund und robust zu sein. Aber da kam schon der Arzt, konstatierte einen beschleunigten Puls und verordnete einen beruhigenden kalten Wickel. Bis dann plötzlich die Nachricht vom Ausbruch des großen Krieges aus der nächsten Stadt irgendwie herübergeflattert kam, den diätetischen und kurgemäßen Stundenplan umwarf, das ganze Sanatorium in Aufruhr brachte. Nach Tisch und nach dem Nachtmahl wartete man stundenlang auf die Rückkehr des Autos, in dem der Arzt, der Direktor und noch einige Herren in die Stadt gefahren waren. Ein unerträgliches, endloses Warten. Eine wundervolle, mondstille Nacht brach herein. Man spazierte auf der Landstraße, politisierend hin und her, ging in den Lesesaal, blätterte in den Zeitungen, versuchte ein bisschen Klavier zu klimpern, mit den Mädchen in gewohnter Weise zu scherzen, aber das alles zerstreut, nervös, ungeduldig, bis zur Verzweiflung. Auf einmal leuchtet und töfft ein Automobil durch die Nacht. Es hält vor dem Haupteingang, wird umringt und ein Infanteriehauptmann steigt aus. Der Direktor, ein gewesener Offizier, der auf die erste Nachricht hin seine Uniform angelegt hat. Mit einem Jubel in der Stimme sagte er laut: wir mobilisieren! Deutschland hat Russland den Krieg erklärt! Ringsum lauter erregte und ernste Mienen. Frauen, die blass werden, sich aber sehr tapfer halten. Lohndiener, Kellner, die sofort ihre grünen Schürze, ihren Frack ablegen und sich bereit machen. Und über dem Ganzen die wundervolle, mondstille Nacht. Noch am selben Abend fängt man an zu packen, beginnt die große Sommerflucht. Niemand will eine Stunde länger bleiben. Man fürchtet, von der Welt abgeschnitten zu werden, keine Lebensmittel zu bekommen, sein Gepäck nicht befördern zu können und ist glücklich, wenn man endlich in dem überfüllten Triester Schnellzug sitzt. Man fährt durch den Wirbel des ersten Mobilisierungstages, rechnet mit einer argen Verspätung und kommt beinahe auf die Minute pünktlich an. Und sogar das Gepäck, um das man sonst in Friedenszeiten in der Revisionshalle eine Stunde lang kämpfen muss, erhält man heute beim Gepäckswagen sofort ausgefolgt. Man spürt schon die militärische Exaktheit. Und nun geht man nach kurzer Abwesenheit durch die Wiener Straßen und kann es gar nicht glauben, wirklich wieder in Wien zu sein. Es ist, als ob man in seine eigene Wohnung käme und die ganze Einrichtung vollständig umgestellt vorfinden würde. Alles ist verändert, das Bild, das Tempo, die Menschen. Das Auge kann die Fülle der wechselnden militärischen Bilder gar nicht aufnehmen. Das Gehirn alle die Nachrichten, Gerüchte, Vermutungen nicht fassen und verarbeiten. Eine Extraausgabe nach der anderen wird einem angeboten und nach jeder greift man begierig, weil man keine Neuigkeit versäumen oder um eine Viertelstunde verspätet erfahren möchte. In diese sozusagen bürgerliche, zivilistische Kriegsstimmung wird man hineingezogen, ob man will oder nicht. Und ist man erst von ihr erfasst, dann ist man genauso umgewandelt wie alle anderen.
gerät in denselben wunderlichen Zustand einer beständigen Benommenheit, in dem man nur noch für militärische Dinge Sinn hat. Unwillkürlich horcht man, was die Vorübergehenden oder die am Nachbartisch Sitzenden sprechen. Und alle haben das nämliche Gesprächsthema. Der eine operiert mit Armeekorps, der andere berechnet die Stärke der englischen Flotte, der dritte ist schon tief in Russland drin und jeder, der einen Schimmer von militärischen Kenntnissen besitzt, der Zahlen und Tatsachen zum Besten zu geben weiß, findet ein gespanntes Auditorium. Alles andere, Beruf, Arbeit, Ehrgeiz, Bildung, Kunst, das ist ja so belanglos, so unwesentlich und gleichgültig geworden. Ganz unmöglich, ein Buch zu lesen oder eine Beethoven-Sonate zu spielen. Die Augen gleiten mechanisch über die Buchstaben und Notenköpfe und die Gedanken sind ganz woanders. Nur im Getriebe der Straße fühlt man sich wohl. Es ist wirklich ein Getriebe, das irgendwie ganz entfernt an die Weihnachtszeit erinnert. Eine hochsommerliche Hochsaison. Hundstage, die vom Kriegslärm aufgerüttelt sind. Alles ist zurückgekehrt. Alles ist wieder in Wien. Man sieht die Damen und Herren, die sonst um diese Zeit im Salzkammergut, in Tirol und an der Adria sich zu mundänen Särkeln vereinigen. Aber den ganzen sommerlichen Übermut haben sie in den verödeten Kurorten und Sommerfrischen zurückgelassen. Nur diesen und jenen Bekannten sucht man vergebens. Junge Leute, die doch überall zu treffen waren, wo man alle traf. Da fällt einem ein, dass sie jetzt schon als Reserveoffiziere und Einjährige ihre erste und schwere Pflicht angetreten haben. Und bald erfährt man auch, wohin sie eingerückt sind. Der eine ist schon unterwegs nach der Grenze, der andere versieht militärischen Bahndienst, der dritte steht irgendwo Posten und das Bedauern, mit dem die Verwandten und Freunde das berichten, darin mengt sich auch immer ein gewisser Stolz. Und wir Untauglichen und Staatskrüppel kommen uns beschämt, ein bisschen minderwertig und unnütz vor. So vergeht der Tag und der Abend. Es wird Nacht, schöne, klare Sommernacht. Aber das ist durchaus kein Grund, nach Hause zu gehen. Man sitzt vielmehr stundenlang vor den großen Ringstraßen-Kaffeehäusern, die ihre Tische und Sessel fast über die ganze Trottoirbreite bis an den Straßenrand aufstellen müssen. Man hat schon sämtliche Zeitungen gelesen und ein Dutzend Zigaretten geraucht, aber man kann sich nicht entschließen, nach Hause zu gehen, weil es einem in dieser Stimmung einfach unmöglich ist, in den stummen vier Wänden seiner Wohnung zu bleiben, weil man mit anderen Menschen beisammen sein und Worte hören will, wenn man sie auch noch so oft gehört hat. Und vor allem sitzt man hier in der Erwartung, dass heute Abend noch eine Neuigkeit kommen muss, mit einem unlöschbaren Durst nach Nachrichten und Tatsachen. Und wenn sie durchaus nicht kommen wollen, so kombiniert man sie sich, bis man schließlich ermattet und zögernd nach Hause geht. Aber die wenigen Stunden unruhigen Schlafes sind nur eine kurze Unterbrechung der ungeheuren Spannung. Und am Morgen erwacht man mit denselben Fragen und Sorgen, mit denen man einschlief. Wartet wieder bis zum Abend, einen Tag wie den anderen. Nein, das ist kein Sommer. Es sind überhitzte, erregte, grandios gepanzerte, eisenstarre Tage, die nur ein Böcklin als Allegorie darstellen könnte. Und wenn wir einmal unseren Enkeln von dieser aus den Fugen geratenen Zeit berichten, dann werden sie hinter uns alten Leuten die Köpfe schütteln, weil wir so sonderbar vom Ausbruch des großen europäischen Krieges zu erzählen anfangen. Es war ein wunderschöner, friedlicher Sommerabend.
wenn wir zurückdenken an den ersten Text, also Ludwig Hirschfeld erweist sich da als Society-Reporter, als Modeschriftsteller, einer, der also diese Vergnüglichkeiten und Freuden im Alltag also beschreibt und diese außergewöhnlichen Ereignisse, also in Wien irgendwie, also entsprechend spöttisch jetzt also sich vorknüpft. Und jetzt gerät also dieser Mann in den Krieg, der Humorist im Krieg, was macht er? Wie geht es ihm da? Und ja, wie würdest du also seine Reaktion also darauf beschreiben? Was mir jetzt nur auffällt, also bei diesem Text, dass dieser Text sich auch abhebt von dem, was von vielen geschrieben worden ist, Feuilletonisten geschrieben worden ist, dass Hirschfeld ist keiner, der so euphorisch jetzt auf diesen Krieg sich einstimmt und also diese Euphorie weitergibt. Er ist also diesbezüglich also kein publizistischer Kriegsberichterstatter, der also in diese Vorgaben, also da bei diesen Vorgaben also mitmacht, sondern er gibt so also kleine Stimmungen also wieder, mit Widerhaken. Er leistet zwar keinen Widerstand also gegen diese Stimmungen, aber er ist auch ein bisschen skeptisch und lässt also diese Skepsis also auch immer wieder einfließen, wie also dieser Text also auch veranschaulicht. Genau, er ist eigentlich ein Humanist, humanistische Bildung, ist ein Humanist zutiefst. Und warum ich diesen Text auch ausgewählt habe, ist, weil das ist ja fast eine sozialpsychologische Studie. Also wie hier wirklich etwas ganz Großes beginnt und der kann die Veränderung einer Gesellschaft, nämlich den inneren Wandel einer Gesellschaft, so kongenial einfangen, was hier startet in uns zu verändern und wie hier das Kollektiv oder die Gruppen, und deswegen finde ich den Text auch so spannend, mit uns macht. Und ich habe bewusst eben solche politischen und auch kritischen Texte ausgewählt. Es gibt auch viele lustige, wo man auf der ersten Ebene sehr lachen kann, aber ich wollte mal so einen. Erinnert habe ich mich bei diesem Text auch natürlich an unsere jüngste Vergangenheit und an das, was Corona mit uns macht. Also das ist ja genau das gleiche Phänomen, dass hier wirklich ein großes Thema, sage ich jetzt mal, eine große Welle und wir schon langsam in uns eindringt und wir schon langsam zu verarbeiten beginnen, was das mit uns macht, als Gruppe, als Kollektiv, als Individuum. Und das können wir von so einem Schreiber auch mitnehmen, diese Nuancen, die er versteht, hier darzulegen. Das ist jetzt gar nicht so lustig auf erster Linie. Er hat aber schon auch dem Krieg, wenn man das überhaupt so sagen kann, auch seine lustigen Seiten abzugewinnen vermocht. Nämlich diese Phase des immer weiteren Einschränkens. Ich meine, er kommt aus dem Mittelstand und er selbst, glaube ich, sagen zu können, war jetzt nie existenziell bedroht. Er ist auch nicht eingezogen worden. Er war wie viele seiner Kollegen im Kriegspressequartier und hat dort für die Neue Freie Presse berichtet, zensuriert natürlich sehr streng. Die Alice Schalek, um jetzt eine Kollegin von ihm zu nennen, Roda Roda, waren drei, also eher mit den beiden waren die wichtigsten Vertreter der Neuen Freien Presse im Kriegspressequartier. Das war alles streng zensuriert, aber er konnte selbst in dieser Zensur dann noch Pointen unterbringen. Eine Geschichte von ihm, die ist auch sehr passend, die kann man mit heute auch wieder in Beziehung setzen. Er beschreibt, wie im Wirtshaustisch das Brot simpel, würden wir auf Wienerisch sagen, verschwindet. Er war es gewohnt, dass da natürlich ein Behälter am Tisch steht, wo man sein Semmel oder sein Salzstangerl draus nimmt, wenn man das Gulasch oder was auch immer bestellt. Und das ist dann aus Rationalisierungsgründen und aus Sparsamkeitsgründen eingespart worden. Man konnte schon noch eine Semmel bekommen, aber die musste man extra verlangen, die ist nicht mehr so bereitgestellt gewesen. Und anhand dieses Umstandes schreibt er ein ganzes Feuilleton darüber, was das bedeutet und was das mit uns macht und wie das uns verändert. Auch allein die Tatsache, dass man dann immer hingreifen kann, ob das knusprig und frisch ist und pipapo. Also aus dem kann er eine kleine Zeitgeschichte machen. Wenn er heute leben würde, würde ich sagen, würde er wahrscheinlich aus dem Umstand, dass wir jetzt keinen Zuckerstreuer mehr auf dem Tisch haben wegen Corona, sondern nur mit verpackte einzelne Zuckerbehälter, daraus würde er sofort eine Zeitgeschichte machen können. Das ist seine Fähigkeit und das auch noch ins Humoristische oder ins Ironische zu transponieren. Wenn wir seine Entwicklung betrachten innerhalb des Weltkriegsgeschehens dieser 4 Jahre,
ist ja schon vom auch anfänglichen Kriegsbefürworter oder eher nicht so skeptisch sehenden hin zu einem immer größeren Skeptiker geworden. Kriegsmüdigkeit hat sich bei ihm ebenso abgebildet, Erschöpfung. Zum Schluss hat er schon auch gesprochen, der Text ist im Buch drinnen, dass er sagt, es soll nie wieder so eine Zeit kommen, in dem die Menschen als Menschenmaterial behandelt und bezeichnet werden. Also da hat er schon klar Stellung auch bezogen. Also das war auch der Hirschfeld dann. Also die Kriegstexte sind schön nuanciert, auch wie die Kaisertexte, wenn man so will, aus der Kaiserzeit, die uns einen Einblick darüber geben, wie der Verlauf des Krieges ist, was der mit den inneren Befindlichkeiten der Menschen macht, wie man doch versucht zum Überleben, wie die Not immer größer wird etc. Das kann man alles herauslesen. Ja, die Wien-Bibliothek hat sich ja vor jetzt 6 Jahren beschäftigt, also mit Wien im Ersten Weltkrieg, und da sind wir auch also auf dem Ludwig Hirschfeld also gestoßen und haben uns also mit seinen Texten auseinandergesetzt. Und also man muss sagen, eigentlich also von allen, wenn man die Feuilleton nimmt, ja, Feuilletons nimmt, also die Feuilletons geben immer einen bestimmten Zustand, eine bestimmte Stimmung, einer bestimmten Woche wieder. Ja? Und dann verfolgt man das also durch die Zeiten, durch diese 4,5 Jahre oder 5 Jahre im Krieg, also hindurch, so hat man also eine unglaublich intensive Sozialgeschichte des Ersten Weltkrieges, also in Wien, wie, glaube ich, nirgendwo anders. Also das muss man wirklich, er war auch ein ganz ein großer Historiker, ohne dass er das einmal so sein wollte, sondern das hinterher liest sich das also einfach auch als eine ganz große Geschichte, weil wer sonst hat sich also so intensiv beschäftigt mit diesen ganz kleinen Dingen des Alltags, also wie sich dieser Alltag so also verändert hat, genau. wie Leute Hühner gehalten haben, wie sie Hamstern gefahren sind und so weiter, das beschreibt er ganz, ganz toll, oder wie sie mit Zucker umgehen, wie sie mit Karten, also diese Lebensmittelkarten mit dem Mund, oder wie raucht man in der Zeit des Ersten Weltkriegs und so weiter und so fort. Also genau. Man könnte sich länger... Also ja, die Ersatzstoffe zum Beispiel, Ersatzstoffe, oder wie man die Ersatzstoffe schreibt und dass er angehalten wird. Er sagt, er muss jetzt sein Volksschul- oder sein Mittelschulbuch wieder herausfangen. Pokorne, das Leben der Pflanzen oder die Geschichte der Pflanzen, weil mit denen geht er in den Wald und da kann er den Zichore und so weiter bestimmen und sich quasi seine Pflanzen sammeln und die Kräuter sammeln und wieder was zubereiten. Und dieses Buch leistet ihm jetzt Dienste, das er noch in der Schulzeit gehabt hat. Es ist genauso. Also, das, also ich bin damals ein Fan von Ludwig Hirschfeld geworden und ich finde es toll, dass du das jetzt aufgreifst. Die Hirschfeld-Community gibt es, ja. Und also diese Hirschfeld-Wissenschaft oder also da richtig gehend eröffnest. Ja. Ja, wir neigen uns schon langsam also dem Ende zu. Wir sind jetzt schon also eine längere Zeit also unterwegs, also mit Ludwig Hirschfeld, und gehen also zum nächsten Text über. Der nächste Text ist ein Text also aus dem republikanischen Wien. Genau. Möchtest du ein bisschen was? Ja, der Text behandelt die Wahlen, weil so ein paar Tage vor den Wahlen, denke ich, kann man ohne das als Wahlthema, wollte ich nicht auskommen. Deswegen habe ich von den vielen, also die meisten Texte behandeln das republikanische Wien im Buch. Das ist ein wichtiges, großes Kapitel, weil die Zwischenkriegszeit ja so viele Auf und Abs im politischen wie im kulturellen, sozialen Sinn geboten hat. Ich habe mich jetzt entschieden für diesen politischen Text, weil er auch zeigt, wie wir erst lernen mussten, auch überhaupt an demokratischen Leben teilzunehmen und am demokratischen Prozess zu vollziehen, sprich zu wählen. Das ist ja damals, das ist glaube ich 1930 der Text, also noch nicht ganz so lange her, dass man den Wahlvorgang am Sonntag, wie wir es heute kennen, vollziehen. Also er beschreibt jetzt das, was wir in ein paar Tagen auch machen, dass man in die Schule, in die Volksschule geht oder wo immer das Wahllokal ist und dort seine Stimme abgibt und seine Beobachtungen dazu, einerseits dieses schon allmählich selbstverständlich werdende der Stimmenabgabe, aber auch was rundherum passiert und auch, und darauf würde ich gerne die Aufmerksamkeit auch lenken, dass die Stimmung in der Stadt rundherum schon sehr aufgeheizt war in der Vergangenheit und jetzt Gott sei Dank an diesem Wahltag nicht so ist,
aber man spürt, es war schon die Radikalisierung in der Luft, die 1930 eben auch diese Wahl eingerahmt hat, wenn man so will. Wiener Wahlsonntag. Spaziergang zwischen den Parteien. Samstagabend. Das lärmende Agitationsorchester spielt sein letztes Stück auf. Chin, chin, bum, bum, heil, hoch, nieder, pfui. Noch einmal tönt der parteimäßige Gleichschritt übers Straßenpflaster. Noch einmal werden Fahnen, Tafeln, Fackeln und Schlagworte geschwungen. Die Schlussnummer des chronischen Wahlkonzertes, das auf die meisten Zuhörer mehr deprimierend als animierend gewirkt hat. Und wenn sich der friedliebende Bürger an diesem Abend zur Ruhe begibt, dann findet er sie nicht. Der ganze Lärm dröhnt ihm im Ohr nach, verfolgt ihn bis in den Schlaf, erzeugt ein letztes Unbehagen. Was wird der Sonntag bringen? Sonntag früh. Ein Erwachen in schönster feiertäglicher Ruhe. Kein Straßenlärm, kein Geräusch im Hause. Die richtige Stimmung, um in den Vormittag hineinzuschlafen, um zu vergessen, dass es auf dieser Welt Wahlen, Politik und andere Unannehmlichkeiten gibt. Aber dann wird man leider ganz munter und erinnert sich des Datums. 9. November. Kein Ruhetag, sondern ein Wahltag. Hoffentlich kein Unruhetag. Auf jeden Fall früher aufstehen, sofort rasieren, baden, kein behagliches Sonntagsfrühstück mit gründlicher Zeitungslektüre. Man muss seine Bürgerpflicht tun. Am besten zeitig am Vormittag. Da wird noch kein Rummel sein, da sind noch alle Parteien siegesgewiss und ihre Anhänger noch nicht rauflustig. Was am Nachmittag sein wird, kann man nicht wissen. An diesem Sonntag muss man auf alles Mögliche gefasst sein. Während sich derart der friedliche Bürger in einen Wähler verwandelt, kommt die Hausgehilfin zurück mit der Zeitung, der Milch und überraschend angenehmen Nachrichten. Auf der Straße ist es ganz ruhig, vor dem Wahllokal nichts los und die Ausübung des aktiven Wahlrechts ist mit keinerlei Lebensgefahr oder auch nur Ehrenkränkung verbunden. Merkwürdig. In der Politik kommt es meistens ganz anders. Das Vorher scheint immer viel ärger zu sein. Hoffentlich ist auch das Nachher glimpflich. Dennoch sagt der friedliche Wähler mit ernster Fassung zu seiner Frau: Komm, Kind, gehen wir wählen. Gang zur Urne. Auch diese traditionelle, pathetische Floskel stimmt nicht mehr. Am Vormittag ist es ein reger, aber durchaus ruhiger Wahlspaziergang. Die Straße zeigt beinahe ihr gewohntes Sonntagsgesicht, wenigstens hier in diesem solid bürgerlichen Teil des dritten Bezirkes. Nur sehr viele Wachleute, zu zweit patrouillierend oder in Gruppen, aber alle erfreulich unbeschäftigt. Keinerlei Anlass einzuschreiten und Ordnung zu schaffen. Agitations- und Parteibetrieb sind angenehm zusammengeschrumpft zu einer Anzahl Flugschriften und Stimmzettelverteiler. Zumeist harmlose Leute, vielleicht Arbeitslose, denen man das kleine Nebeneinkommen gönnt. Aber auch sehr viele Jugendliche, halbwüchsige Burschen und Mädchen, die freiwillig Kolporteursdienste tun. Bei jedem zweiten Schritt wird einem eine politische Besinnung fertig angeboten. Sehr freundlich und bescheiden und ohne Ansehung der Person. Die drei Hauptparteien, Schoberblock, Christlich-Soziale und Sozialdemokraten, dominieren. Aber auch die hahnengeschwänzten Heimwehrleute sind durchaus keine so wilden Männer wie ihre Führer und bieten ihre Gaben selbst dem offenkundig nicht in ihr Lager Gehörenden zutraulich an. Gestern Abend noch pfui und nieder, heute bitteschön. Gott sei Dank, das ist Wien. Jene Stadt, deren Wahrzeichen noch immer der Kahlenberg ist und nicht der Starrenberg. Macht überhaupt vorläufig noch einen sehr gemütlichen Eindruck, dieser Gang zur Urne. Etwa, wir werden keinen Einzelrichter brauchen, nicht einmal einen Wachmann. Wahlakt.
In der Schilderung der Wahlvorschriften sieht die Sache viel feierlicher aus als in der Wirklichkeit. Man spaziert also zum Wahllokal wie zu einem Gabelfrühstück, das ja heute durch das Alkoholverbot ohnehin nicht ernstlich in Betracht kommt. Und zwar kommt man womöglich nicht allein, sondern in Gesellschaft. Freunde, Kollegen, Bekannte aus der Gasse und sehr viele Ehepaare. Sie treten häufig in Begleitung von Kindern und Hund auf, die draußen warten müssen, und machen den Eindruck absoluter Einigkeit. Bestimmt hat es schon lange nicht so viele harmonische Ehen in Wien gegeben wie an diesem Wahlsonntag. Es fehlen nicht die aufrechten ehemaligen Offiziere, die alten, gebrechlichen Leute, die man hineinführen muss. Nur eines fehlt: der hochgeschätzte Wähler, den man im Fiaker zum Wahllokal bringt. Diese guten Zeiten sind gründlich vorbei, für den Fiaker wie für den Wähler. Das Wahllokal befindet sich offenbar, um die hohe erzieherische Bedeutung des ganzen Vorganges zu unterstreichen, in einer Schule. Bisher wurde ich immer in die Volksschule geschickt, diesmal komme ich bereits in die Realschule. Erwachsene Menschen drängen ein und aus, am strengen Herrn Schulwart vorüber, und allen ist irgendwie schülerhaft zumute. Nicht ausspucken, auf den Gängen keinen Lärm machen. Folglich spricht alles leise und wagt nicht einmal, sich zu räuspern. Und diese beklemmenden Aufschriften, Direktion, Konferenzzimmer, geometrischer Zeichensaal, da wird einem sofort ganz unvorbereitet zumute. Wenn jetzt, Gott behüte, der Geometrieprofessor herauskommt und mich nach dem pythagoreischen Lehrsatz fragt, verschlägt es mir bestimmt die Stimme, die ich abgeben soll. Und zwar im Schulzimmer der 7. Klasse A. Beträchtlicher Andrang. Man muss sich geradezu anstellen und eine halbe Stunde warten, bis man vor der Wahlkommission steht. Dann geht alles sehr glatt, sehr korrekt, weil ein Kommissionsmitglied dem anderen sozusagen hörbar auf die Finger sieht. Man legitimiert sich, dann nennt man Adresse und Namen, der ausgerufen wird. Dann erhält man das Wahlkuvert. Die Frauen bekommen grau-grüne Kuverts, die Männer blaue. Warum eigentlich dieser Farbenunterschied? Kurzer Aufenthalt in dem hölzernen Wahlverschlag, der bei jeder Wahl funkelnagelneu ist. Auch der Anblick der Urne enttäuscht jedes Mal, weil sie sich als ein sehr gewöhnliches hölzernes Briefkastel erweist. Und sobald das Kuvert drin verschwindet, hat man seine Bürgerpflicht erfüllt und kann gehen. Noch ein Blick auf die schwarze Schultafel, auf die Lehrtafeln des Anschauungsunterrichtes, physikalische Karte von Zentralasien, Lurche, Lippenblütler, beinahe so unverständlich wie die Parteipolitik. Was ist unangenehmer, ein Maturant der 7. Klasse zu sein oder ein schwer geprüfter Wähler? Wahlresultat. Der Spaziergang durch den Wiener Wahlsonntag ist zu Ende. Er hat durch einige Bezirke geführt. Landstraße, Innere Stadt, Alsergrund, Brigittenau, Leopoldstadt. Also durch einen wesentlichen Ausschnitt der wählenden Stadt. Und überall waren die Eindrücke eigentlich dieselben. Keine besonderen. Vorbei an Agitations- und Wahllokalen, an Wachleuten, Hahnenfedern. Vorbei an den verschiedensten Gesinnungen. Ein Spaziergang zwischen den Parteien, von dem man die tröstliche Erkenntnis nach Hause bringt, es wird nicht so heiß gewählt wie agitiert. Freilich, jetzt ist es erst 6 Uhr, die Stunde des Wahlendes, der so viele mit Bangen entgegensehen. Bekannte rufen einander an: Haben Sie noch nichts gehört? Überall sitzen jetzt Menschen vor dem Radio und warten auf die ersten Wahlresultate. Wer hat gesiegt und ist alles gut abgelaufen? Aber was immer der Lautsprecher erzählen wird, ein Wahlresultat ist gewiss: dass diese Stadt viel besser, viel erfreulicher ist als der Ruf, den man ihr von Zeit zu Zeit macht. Und die ganze Qual der Wahl wäre viel erträglicher, wenn die Führer nur halbwegs so nett und friedlich wären wie die Wähler.
Alter, du hast dich ja durch tausend Feuilletons also durchgelesen, durchgequält, sage ich nicht. Ja. Welche Partei hat eigentlich also der Ludwig Hirschfeld gewählt? Ja, ja. Das verrät er ja nicht. Ja. Die Frage er gibt sich ja komplett unpolitisch und wieder wie so oft, er verfolgt eigentlich nur das Ritual, also die äußeren Erscheinungen, gibt die Stimmung wieder. Welche Partei hat er also gewählt? Hundertprozentig weiß ich es auch nicht, natürlich, sicher ein Geheimnis. Aber er war natürlich von seiner Herkunft ein Bürgerlicher, ein Konservativer, ganz klar, der auch, glaube ich, aber sympathisiert hat mit dem Roten Wien. Oder er schreibt ja auch nicht so kritisch wie andere für, also Wien-Bashing ist es nicht, was er betreibt, wenn man das so will, um mit dem heutigen Wort zu sagen. Er war, glaube ich, immer einer, der sich versucht hat, zurückzunehmen und einen relativ neutralen Blick, einen humanistischen Blick auf das geht aus dem Text gut hervor, auf die politische Landschaft zu werfen. Deklariert hat er sich in den Texten, die ich kenne, nie. Es gibt sogar einen Text von ihm, wo er sagt, dass er irgendwie ein vergessener Wähler ist. Er hat irgendwie seine Wahlverständigung nicht bekommen und versucht hat, in dem Ding nachzugehen. Auch sehr lustig. Aber was er jetzt wirklich gewählt hat, ob er jetzt christlich-sozial gewählt hat, würde ich eher sagen, ja, sicher nicht die radikalen Parteien. Das, glaube ich, kann man ausschließen, das ist hundertprozentig so. Ja, man hat bei dem Text, um das vielleicht hier noch nachzureichen, gespürt, worin seine Qualität ist. Also einerseits schon politisch kritisch zu sein und dann aber auch hier wirklich das ins Absurde auch drehen zu können. Und das findet sich eben immer wieder. Das ist schön, dass das hier jetzt auch so herauskommt, selbst bei so einem ernsten Thema. Wenn ich vielleicht noch auf die, da sind wir jetzt schon 1930, auf die 20er Jahre, wo er ganz viel geschrieben hat, da kommen darf, da hat er wirklich berührende Texte auch, wo es wirklich um das Elend der Menschen geht, um die bettelarmen Straßengestalten, die er antrifft, eben im Freien, auf der Straße, aber auch genauso bei sich zu Hause. Da gibt es wirklich ganz berührende Szenen, wo er schreibt, wie ist das, wenn es an der Wohnungstür läutet und man macht die Tür auf und es steht jemand draußen und fällt auf die Knie und bittet um Brot. Also solche Szenen hat er. Das sind also schon so eindringliche Szenen, die uns schon diese unglaubliche Armut und das Elend der damaligen Zeit auf den Punkt bringen. Das findet sich auch immer wieder, genauso wie die Inflationsjahre, der Wechsel der Währungen, wie man damit überhaupt umgehen kann und so weiter, das auch wieder absurde Seiten abgewinnt. Also das ist alles verpackt, will ich so sagen. Aber vielleicht bleiben wir noch kurz beim Politischen, weil wir vielleicht doch auch einen politischen Abend machen wollen. Ich habe vor mir, habe ich also dieses Buch, also das er 1927 als er herausgebracht hat, das Buch von Wien, was nicht im Bedecker steht. Es war eigentlich sein Erfolgsbuch, es hat mehrere Auflagen gehabt, es ist auch übersetzt worden. Und in diesem Buch gibt es einen Einblick in Wien und es gibt also da ein Kapitel drinnen, das heißt Eigentümlichkeiten, an die man sich gewöhnen muss. Ja. Und in diesem Kapitel beschreibt er also Wiener Unarten, also mehrere Wiener Unarten. Und dann gibt es eigentlich gegen Ende also dieses Kapitels gibt's eine Passage, wo er äußerst politisch wird. Und zwar geht es also um den Antisemitismus. Ja. Und er spricht also an, dass in Wien die Hauptfrage, um die es immer geht, überall geht, ist er ein Jude? Ja? Also wenn man über Sigmund Freud redet, das erste ist er ein Jude? Ja? Und das setzt sich irgendwie fort in ganzen geselligen Gesprächen also in der Stadt, ist er ein Jude? Ja? Ich wollte dich fragen, also gibt es eigentlich in diesen Feuilletons, in diesen tausend Feuilletons, gibt es da eigentlich also noch andere Feuilletons oder Passagen, wo er sich also dieser Frage, dieses Antisemitismus, also widmet und wo er auch eindeutige so Stellung also bezieht. Die gibt es zweifellos, die gibt es von Beginn an. Also das Spannende ist ja, wie gesagt, 1902 sein erster Roman.
der spielt im Studentenmilieu, hat er selbst studiert auf der Technischen Hochschule und dort war ja auch der Antisemitismus leider sehr, sehr verbreitet. Dort tritt er schon explizit gegen den Antisemitismus auf und das zieht sich durchaus durch die folgenden Jahrzehnte. Diese Frage, ist er Jude, ist wirklich in der Forschung auch, also ist wirklich ein ganz wichtiges Statement auch. Dort ist er sehr mutig, finde ich, in so einen luftigen Reiseführer, der jetzt auch neu aufgelegt wurde übrigens, als Reprint. Aber hier so ein Statement auch zu verpacken, das ist sehr mutig, finde ich. Er ist später mal gefragt worden, ob er den Reiseführer nicht aktualisieren möchte in den 30er Jahren. Und da hat er gesagt, also eigentlich nicht, weil in einem Punkt hat sich nichts verändert in dieser Frage. Also das habe ich auch sehr bemerkenswert gefunden. Je mehr die 30er Jahre fortschreiten, umso politischer wird er und umso mehr deklariert er sich auch immer mehr und tritt dagegen den Antisemitismus auf. Auch in seinen Feuilletons und es wird eigentlich immer klarer, deklariert er sich immer klarer. Also diese Haltung, er nimmt sonst nicht Stellung, also parteipolitisch Stellung, indem er, aber das, diese antisemitische Haltung, auch aus persönlichen Erleben sicher, man hat es bei dem Wahlsonntagtext auch schon gemerkt, auch bei anderen, er hat sicher, ohne dass ich das jetzt belegen kann, hundertprozentig, aber die Erfahrung gemacht, wie andere auch, dass man auf der Straße angepöbelt wird und angerempelt wird und seine Frau und seine Kinder sind auch aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten, er selbst nicht. Also er hat all diese Erfahrungen gemacht, die man damals schon in den 30er Jahren machen konnte. Und ja, das zur Beantwortung dieser Frage, dass er dann ein Opfer des Nationalsozialismus und des Faschismus geworden ist. Wenn man seine Texte liest, kann man sie auch so lesen, dass hier deutlich wird, dass diese Gefahr immer näher kommt. Zum Anfang, wie viele andere, wollte er sich wahrhaben, hat er gedacht, okay, das geht vorüber, ist nur eine radikale Strömung gegenüber anderen radikalen Strömungen. Aber dass das einmal so weit geht, und das war für mich auch sehr erschütternd, an einer biografischen Person das so zu lesen, dass dann wirklich einmal an seiner Tür geklopft wird und aufgemacht wird und er abgeführt wird, das hätte er sich sicher nicht träumen lassen, dass die Zeiten so radikal werden. Das kann man aber auch so, wenn man zwischen den Zeilen liest, nachvollziehen. Peter, du schreibst ja in einer Biografie, wie du ja auch also in der Einleitung also dann kurz also anklingen lässt, oder was heute auch schon ein bisschen angeklungen ist, also in den Begrüßungsworten also von Susi Wong. Ja, wo stehst du da? Und was sind die Schwierigkeiten also dieser Biografie und was gibt es eigentlich da noch an Informationen über diese Zeit, wo es Ludwig Hirschfeld gelang, aus dem KZ Dachau, wo er eingeliefert worden ist und wo sich dann herausgestellt hat, also wo seine Frau dann interveniert hat und gemeint hat, es ist der falsche Ludwig Hirschfeld eingeliefert und die schaffte es wirklich, also dass er wieder freikam aus diesem KZ Dachau. Und es gelang ihm dann also die Flucht nach Frankreich, lebte dort in Frankreich. Weißt du da also genaueres, bevor dann dieses Entsetzliche passierte, als die Nazis in Frankreich einmarschiert sind, haben sie also diese flüchtenden Juden, die dort irgendwo in Paris oder in der Provinz irgendwo rumgehängt sind, haben sie interniert und letzten Endes dann nach Auschwitz verschickt und erst 42 also dort umgekommen. Mhm. Weißt du da schon mehr drüber? Also da bin ich mit meinen Forschungen noch nicht ganz fertig. Es ist schon so, dass man beim Hirschfeld wirklich eine Spurensuche betreibt. Das Lesen seiner Texte ist Voraussetzung, um überhaupt Anhaltspunkte zu bekommen. Ein anderer Anhaltspunkt ist, sich dorthin zu begeben, wo er gelebt hat, wo er auch auf Sommerfrische war. Er war in Bad Sauerbrunn, seine Schwiegereltern waren in Bad Sauerbrunn zu Hause und auch dort gibt es noch Quellen, es war eine große jüdische Gemeinde auch, das ist dieses Sanatorium, das wir vorher gehört haben, haben das gleiche Schicksal erfahren übrigens wie er, sind im Holocaust umgekommen. Also man muss hier sehr viele Fäden ziehen und sehr viele Quellen. Es ist leider nichts, es gibt keinen Nachlass, es gibt ein paar Briefstellen, auch hier in der Wien-Bibliothek, in der Nationalbibliothek,
sehr, sehr wenige Belege, aber immerhin Anhaltspunkte, die man zu einer Biografie doch dann in Summe verknüpfen kann. Was die NS-Geschichte betrifft, also er hat keine Bibliothek hinterlassen. Ich weiß nur, dass er minutiös geschrieben hat, seine Artikel immer aufgeschrieben hat, was er wo veröffentlichte. Er war ein sehr minutiöser, genauer, penibler wahrscheinlich, oder beschreibt sich selbst als sehr penibel, der ihm auch ein Haushaltsbuch geführt hat, Einnahmen-Ausgabenbuch. Das ist alles verloren. Also wir können das leider nicht mehr in dem Sinne rekonstruieren. Konnte scheinbar auch nichts mitnehmen auf seiner Flucht. Und in Paris, wo er hingegangen ist, das war das Künstler, die Künstlerfluchtstätte eigentlich für viele, von Ernst Lothar bis Stefan Zweig, andere, war es schon noch 2 Jahre möglich zu leben. Ich weiß noch nicht, ob er dort auch noch publiziert hat zum Beispiel oder so. Also das wären noch schon Folgerecherchen hier notwendig. Ich weiß, dass er dann nach Südfrankreich oder Westfrankreich flüchten musste, wie Paris eingenommen wieder wurde von den Nationalsozialisten, und dass er dann letztlich wieder gefasst wurde und nach Drancy, das ist ein Lager nördlich von Paris, gekommen ist, und von dort ist dann der Todeszug nach Auschwitz gefahren mit der Nummer 42. Er ist vom Sohn, der Sohn ist getrennt worden, also Frau, Tochter und Ludwig Hirschfeld selbst sind mit diesem Transport. Der Sohn ist getrennt gewesen, ist mit Nummer 30 mit dem Transport schon vorher abtransportiert worden. Dann gibt es noch eine letzte berührende Ansichtskarte, die er an die Familie Farkasch, an die Frau Farkasch geschrieben hat, wo er sagt, dass er schon eher krank ist und hofft, dass sie sich gesund wiedersehen. Aber das ist schon alles. Das ist wahrscheinlich eine der letzten Eintragungen oder Quellen, die man von ihm findet. Jetzt in Corona-Zeiten ist es ein bisschen schwierig, Recherchen im Ausland sowieso zu machen und diese intensiven Recherchen zu begehen. Ich bin sicher, aber man findet noch den einen oder anderen Anhaltspunkt. Kollegen in Frankreich, eine Kollegin hat schon sehr intensiv geforscht, deswegen weiß ich schon ein bisschen etwas. Das ist im Internet abgebildet und zu sehen, aber da müsste man schon nochmal genau hinschauen. So, ich schaue auf die Uhr, es ist so 8:30. Wir haben uns vorgenommen, dass wir ungefähr 1,5 Stunden also mit Ludwig Hirschfeld also jetzt zubringen. Ich fasse also kurz zusammen. Sie sind also von uns durch das Leben von Ludwig Hirschfeld geführt worden. Wir haben also gehört, dass also Peter Bayer eine Biografie über Ludwig Hirschfeld schreibt, und er hat uns erzählt, welche Schwierigkeiten also das da gibt. Und ich glaube, durch die Lesung von Herrn Bohatsch haben wir auch also einen Einblick erhalten, also wie diese Texte organisiert sind, welche stilistische Geschmeidigkeit also sie haben und welchen sozialgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen Wert also sie aufweisen. Ich hoffe, Sie haben also einen guten Eindruck also, bekommen, und das Buch gibt es also draußen also zu kaufen, und vielleicht gehören Sie bald auch also zur Ludwig Hirschfeld Fangemeinde, so wie ich und Peter Bayer es also auch sind. Also einen schönen Abend noch und danke für das Kommen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.